Lassen Sie mich über Codex Alimentarius sprechen. Lassen Sie mich ihn definieren. Lassen Sie mich Ihnen dabei helfen, den Feind zu verstehen. Alles, was ich Ihnen gleich erzählen werde, ist weder übertrieben, interpretiert noch frei erfunden. Alles, was ich Ihnen erzählen werde, ist dokumentiert. Vieles können Sie auf meiner Website nachlesen. Diese lautet www.großhealth-großfreedom-großusa.org. healthfreedomusa.org. Ich habe Codex Alimentarius für die Dauer von ungefähr einer Generation beobachtet und ich habe die Wahlen im Kongress beobachten können, welche, soll uns Gott helfen, unsere Burg der Unterstützung ist und Sicherheit gegen Codex Alimentarius bietet. Ich werde Ihnen das später genauer erklären. Ich habe die Wahlen beobachtet, die uns dabei unterstützt hatten, unsere Ziele zu erreichen, bis wir schließlich, ohne unser Dazutun, die Stimmen verloren, um uns zu schützen. Ich habe beobachten können, wie der Codex Alimentarius zu einer Macht wurde und sich ausdehnte. Und ich war mehr und mehr beunruhigt. Ich werde Ihnen kurz einen historischen Überblick liefern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Nürnberger Beschlüsse gehalten. Die Personen, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hatten, wurden von der Welt dafür verurteilt. Sie sollten bei hinreichender Beweisführung inhaftiert werden. Einer dieser verurteilten Personen war der Präsident eines riesigen großen industriellen Megalithen namens IG Farben. IG Farben produzierte das Gas, welches in den Gaskammern benutzt wurde. Sie produzierten Stahl, welches für die Gaskammern und Schienen, die zu den KZs führten, benutzt wurden. Sie produzierten die Munition, Chemikalien und. Sie schufen die Pharmaindustrie, eine sehr große pharmazeutische Industrie. Dieser Präsident, jedenfalls von IG Farben, wurde verurteilt. Nun ist er sehr geschickt, artistisch und kreativ. Er schuf den Slogan über dem Eingangstor von dem KZ in Auschwitz. Und zwar Arbeit macht frei. That people saw as they entered Auschwitz, usually for the last time. Arbeit macht frei. Work brings freedom. Creative sort of fellow. Also, er saß jedenfalls in seiner Zelle und sagte sich, okay, das hat nun nicht funktioniert. Was können wir sonst noch tun? Ich hab's. Nahrung. Derjenige, der die Kontrolle über die Nahrung hat, kontrolliert die Welt. Nach seiner Freilassung lief er zu seinen UN-Freunden und erzählte ihnen von seiner Idee, die dort auf Begeisterung stieß. Und so schufen sie ein Handelsabkommen in Form einer Handelskommission mit dem Namen Codex Alimentarius Kommission. Es ist keine öffentliche Gesundheitskommission und keine Konsumentenschutzkommission. Es ist eine Handelskommission. It is not a public health commission. It is not a consumer protection commission. It is a trade commission. Trade is about what? Money. Im Handel geht es um was? Um Geld, um Profit natürlich. Profit. Sie beschlossen ab 1962 den Kodex zu fördern, sodass er weltweit ab dem 31.12.2009 einsetzt. Total global implementation of Codex Alimentarius. On December 31st, 2009. Es wurde Komitee gegründet. Komitee der Fischerei, im Ölgeschäft, Früchte und Gemüse, Landwirtschaft, diabetesbezogene Ernährung und so weiter. Derzeit sind es 27 Kodexkomitee, also ein riesengroßes, monströses Netzwerk. Taskforces and so on. So it's a huge bureaucratic monstrosity. It's immense. Codex schuf über 4000 Normierungen und Richtlinien, und zwar auf allem, was legal in den Mund geschoben werden könnte, mit Ausnahme von Medikamenten. Die stehen nicht unter Codex, und das ist sehr, sehr wichtig. Codex-Standards haben kein legales Gewicht, also, wen kümmert's? Es sind nur Standards.
Sie sprechen also über eine industriedominierende, regulierende Planung. Aber wenn es keine Befugnis gibt, wen kümmert es also, richtig? Also hier ist die Geschichte von Codex Alimentarius vor 1962. Das österreich-ungarische Regime wollte Regeln haben, unter denen die Gerichtshöfe Prozesse bezüglich der Nahrung regulieren konnten. Also Regulierungen und Gesetze, die die Gerichtshöfe dazu bevollmächtigten. Das war nun mal der Codex Alimentarius und er wurde ca. 1893 geschaffen. Und er könnte bis zum Fall des Regimes, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges bestehen. Also Idee, Regeln für die Normierung der Nahrungsmittel herzustellen, war bereits vorhanden und wurde von den Deutschen fortgesetzt. Sie fingen an, dafür Werbung zu betreiben. So they started promulgating their rules and regulations and they were voluntary. They were sort of guidelines. Die Codex Alimentarius Kommission wird von der WHO und FAO, Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisation, verwaltet. Sie fördern und steuern den Codex Alimentarius auf Anweisung der UN. Sie sind also Mutter und Vater des Codex Alimentarius. Und das ist interessant, da diese Organisation für weltweite Ernährung und Gesundheit stehen. Ein Interessenkonflikt, über den wir noch zu sprechen kommen. Also, der Codex Alimentarius war für nahrungsspezifische Regulierung. Das geschieht durch die Komiteen, welche Standards, Regulierungen und so weiter entwerfen. Und im achten Schritt, in dem sogenannten letzten Schritt dieses Verwaltungsprozesses, ihn als Entwurf dem Codex Alimentarius Komitee zur Ratifizierung vorlegen. So zum Beispiel bei Vitamin und Mineralien, bei der Vitamin- und Mineralienrichtlinie am 4. Juli im vergangenen Sommer. Er wurde in Übereinstimmung ratifiziert und bestätigt und wird jetzt im Gegensatz zu der Propaganda, die ihn in den Medien, wenn überhaupt, vorgebracht wird, allen Ländern, die ein Mitglied der weltweiten Handelsorganisation sind, empfohlen. Nun, was in aller Welt haben die damit zu tun? Und die Antwort ist alles. Die WTO akzeptierte den Kodex, als die WTO 1949 gegründet wurde. Sie sagten sich, wie werden wir Handelsstreitigkeiten bezüglich der Nahrung schlichten können, wenn wir keine Regulierung haben? Ich weiß, wir werden die Codex Alimentarius